braucht Stadt, Dichte braucht Stadt, höhere Dichte? Das ist für mich tatsächlich eine rhetorische Frage, weil Dichte, denke ich mir, ein konstituierendes Element von Stadt ist. Mit Dichte alleine kann ich wenig anfangen. Und zu sagen, dass Dichte und Stadt zusammengehören, kann ich auch wenig anfangen. Wenn wir ein bisschen qualifizierender reden könnten, indem wir sagen, unterschiedliche Dichten könnten Urbanitäten erzeugen, dann fühle ich mich wohler. Dass wir nicht eine Tabula Rasa der Dichten der Höhen wiegen plötzlich vorschreiben möchten, sondern dass wir ganz, ganz unterschiedliche Lebensformen eigentlich radikalisieren. Und dazu gehört auch, wenn eine Familie sich leisten möchte, ein kleines Häuslein mit Garten, das es auch in Wien findet, denn sonst wird der Speckgürtel größer und größer und größer. Und wenn hoch, dann wirklich hoch. Wenn wir jetzt über Nachverdichtungen reden, dann sind wir, und ich sage jetzt Expertinnen und Experten, weil die sind ja nicht nur Architektinnen und Architekten, einfach in unserer Kreativität gefordert, auch hier eine Chancensichtweise einzubringen. Ja, natürlich gibt es eine Risikosichtweise. Es gibt den uninspirierten Architekten, es gibt den uninspirierten Bauträger, der hier einfach Kubatur maximieren will. Das gibt's und das wird leider auch stattfinden. Also das wird man nicht komplett verhindern können. Ja. Aber es gibt hier natürlich auch andere Szenarien, andere Visionen und die gilt es auch zu entwickeln.